Auf emotionaler Ebene könnte man auch sagen, Leaky Gut, also diese Darmbarrierestörung, könnte bedeuten, dass der Mensch sich keine Grenzen setzen kann. Dass der Körper das Ganze auch als Emotion, dieses keine Grenze setzen, dieses nicht selbst für sich einzustehen und so auch sagen, stopp, dass das Ganze sich irgendwie auch im Darm ablagern kann. Das Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnellen, einfachen und gesunden Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du uns wieder zuhörst im Podcast oder zuschaust auf YouTube. Ich freue mich, dass du ja deine Zeit auch hier investierst und uns deine Aufmerksamkeit schenkst. Das ist einfach auch sehr schön und daher auch mal eine Wertschätzung für dich, dass du hier immer so fleißig mit reinschaltest. Und zum Dank geben wir dir natürlich immer auch gern aktuelle Informationen, Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die wir wieder auf Weiterbildungen gelernt haben. Und bei mir war es jetzt eine Weiterbildung, die auch jetzt schon Maxi und Martin gemacht haben im Bereich NLP, Emotionscoaching. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie verbinde ich das Ganze mit dem Thema Gesundheit? Was können wir dir als Zuhörer, als Zuschauer auch mitgeben aus dem Ganzen? Und ich möchte einfach noch mal ein paar Gedanken jetzt so frei rausgesprochen, die bei mir gekommen sind, einfach aussprechen, dir ein paar Ideen und Impulse mitgeben, die dir sicher auch helfen werden. Vor allem, wenn du immer mal gesundheitlich vielleicht so kleine Wehwehchen hast, die immer mal wieder kommen oder die chronisch bei dir da sind, die zu bestimmten Momenten in deinem Leben immer wieder auftauchen. Oder wenn du auch wirklich Erkrankungen hast, die schon ja, tiefer sitzen, die du schon länger hast. Und oft sind da nicht nur Dinge auf der körperlichen Ebene dahinter, also ich spreche jetzt hier von Nährstoffmengen zum Beispiel oder anderen Dingen. Es können auch mal Dinge auf der emotionalen Ebene sein oder auf unseren Ebenen, wie wir uns verhalten, wie wir denken und all das. Und da möchte ich dich mal jetzt so ein bisschen reinholen und dir ein paar Impulse, Gedanken mitgeben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sondern erstmal den Stein, die Gedanken da ins Rollen bringen. Wenn du die Podcast-Episoden von Maxi jetzt auch gehört hast, die wir verstärkt auch so vor 3, 4 Monaten hier im Podcast hatten, kannst du gerne nochmal reinhören, dann ist dir da einiges sicherlich schon vertraut. Wir haben auch die emotionalen Themen auch immer mal in unseren Webinaren drin, in unseren, zum Beispiel im Darm-Webinar und im Mitochondrien-Webinar, greifen wir das auch immer mal auf. Und das Wichtige für uns ist, dass wir Gesundheit ganzheitlich betrachten. Und dass wir dir das auch mitgeben, dass du diese ganzheitliche Sichtweise bekommst. Und neben unserem Fokus, der natürlich klar auch auf der Nährstofftherapie liegt, der auf Ernährung liegt, auch immer mit bedenkst, es gibt da auch noch eine andere Seite, die wichtig ist, neben der rein körperlichen Ebene, eben auch die emotionalen Faktoren. Und es reicht oft nicht aus, nur die eine Seite der Waage zu verbessern, sondern es ist immer die Wahrscheinlichkeit für dich höher, dass du mehr Energie, mehr Lebensfreude, mehr Gesundheit erfährst, wenn du eben auf allen Ebenen arbeitest und auch wenn sich das vielleicht manchmal schwer anfühlt und vielleicht auch nicht immer so leicht geht, weil oft, wir haben hier eine große Community, die sich sehr für Nährstoffe interessieren. Das macht Spaß, das ist ein schönes Thema, da gibt es tolle Studien und natürlich merkt man da auch Effekte, aber manchmal ist es vielleicht auch so, du merkst, da wäre noch mehr möglich und du hängst immer noch an einer bestimmten Stelle und dann kommen eben auch unsere Emotionen, unsere Gedanken und Verhaltensweisen ins Spiel, die einfach auf einer ganz, ganz anderen Ebene auch sehr wichtig für dich sind. Und gerade Emotion heißt ja immer, dass Energie in Bewegung ist. Emotion, also Energie ist in Bewegung, Energie ist in deinem Körper gespeichert. Also wenn du oft dem auch keinen Raum lässt oder mal eine spezielle Erfahrung hattest, die sehr, sehr intensiv war, dann kann es sein, dass du diese Emotionen irgendwo speicherst. Und da möchte ich einfach mal mit dir eintauchen, wie das in Verbindung mit Krankheiten, mit speziellen Leiden stehen kann. Und da ist ein Beispiel, was ich dir mitgeben möchte auf emotionaler Ebene, ein Beispiel von mir, und zwar ist es Neurodermitis. Ich habe bis zu meinem, ach, Erinnerungen, bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr, vielleicht noch ein bisschen länger, sehr intensiv Neurodermitis gehabt. Meistens auch so im Winterhalbjahr auch. Das kann immer darauf hindeuten, dass natürlich auch was mit Vitamin D zu tun hatte. Aber ich habe es auch gemerkt in stressigen Phasen, in Phasen, wo ich mich so ein bisschen vergessen habe, dass es dann immer noch mal mehr wurde und intensiver wurde. Und vor allem auch in meiner Jugendzeit, so im letzten Bereich der Schulzeit, war das sehr, sehr intensiv. Und es war eine Zeit, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und etwas, was ich erst spät verstanden habe, ist, dass Neurodermitis auch eine Bedeutungsebene haben, eine Ebene der Emotionen haben kann, dass ich mich
nicht wohl in meiner Haut gefühlt habe. Lass das einfach mal sacken. Neurodermitis bedeutet, die Haut rebelliert so ein bisschen. Ja, irgendwas will raus, es öffnet sich. Natürlich hast du auch immer so ein bisschen wässrige Haut, es kratzt, es juckt. Und einfach mal dem diese die Möglichkeit zu geben, es könnte doch heißen, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut und mein Körper möchte mir dadurch irgendein Signal geben. Und was mir geholfen hatte, war am Anfang ganz klar Vitamin D, Zink, also eine klassische Nährstofftherapie. Was war nie ganz weg. Und in den letzten 7 bis 10 Jahren habe ich gelernt, auch einfach mehr mir selber zu folgen, dem zu horchen, was tief in mir steckt und einfach auch meinen eigenen Weg zu finden und nicht mehr so fremdbestimmt zu sein, wie wir es oft sind, eben durch Schule und einen Job, den wir vielleicht mal gewählt haben, der nicht so ganz uns wirklich aus dem tiefsten Inneren erfüllt. Und mit dieser Entwicklung, der körperlichen Therapie auf der einen Seite, Nährstofftherapie und natürlich einer besseren Ernährung und dem Gefühl, okay, ich fühle mich nicht so wohl in meiner Haut und ich schaue mal, wie kann ich mich denn wirklich ausleben und das, was in mir steckt, was ich so ja, tief in mir brennen fühle, was raus soll, wie kann ich das rauslassen? Und das kann da sehr mit reingespielt haben und da bin ich einfach überzeugt. Und ja, eine weitere Sache zur Neurodermitis, merkt ihr das einfach mal, komme ich später nochmal dazu, weil da spielt noch ein anderes Thema mit rein. Und vielleicht hast du andere Themen, die bei dir jetzt präsent sind und da kannst du dich vielleicht einfach mal reindenken, was könnten das für Probleme sein oder was kann dahinter liegen? Wir hatten das im Darmwebinar, zum Beispiel bei verschiedenen Darmerkrankungen, zum Beispiel Leaky Gut, also das ist ja so ein durchlässiger Darm, die Darmbarriere macht nicht so zu für sag mal, ungute Stoffe aus der Ernährung und es kommt eben viel in deinen Körper hinein, was der Darm eigentlich abblocken sollte. Ne? Giftstoffe, Pestizide, Bakterien und Pipapo. Und auf emotionaler Ebene könnte und auch sagen, Leaky Gut, also diese Darmbarrierestörung, könnte bedeuten, dass der Mensch sich keine Grenzen setzen kann. Dass der Körper das Ganze auch als Emotion, dieses keine Grenzen setzen, dieses nicht selbst für sich einzustehen und so auch sagen, stopp, dass das Ganze sich irgendwie auch im Darm ablagern kann. Das klingt manchmal so auf, ja, ich sag mal jetzt, sachlicher Ebene sehr schwer zu verstehen. Aber lass es einfach mal zu. Wenn du vielleicht Leaky Gut hast, denk da mal drüber nach, ob das zutreffen könnte. Leaky Gut kann natürlich auch rein körperliche, physische Ursachen haben, dass eben Nährstoffe für die Darmbarriere fehlen. Kollagen, Zink, Vitamin D. Das können natürlich auch wichtige Dinge sein. Aber auch so eine emotionale Komponente kann auch mit reinspielen und das darf man immer mal prüfen. Das Ganze beim Morbus Crohn ist ja auch, dass eben die Darmbarriere sich abbaut, die Schleimschicht zerstört wird, die Epithelzellen sich zerstören. Das ist so ein in sich reinfressen, was auch Morbus Crohn sein kann. Und das frisst sich ja auch so langsam durch den Darm. Und es kann auch bedeuten, dass es eine unterdrückte Wut in uns steckt, dass irgendwas nicht raus darf, dass wir immer wieder einstecken, in uns reinfressen, dass wir auch hier nicht, ja, für uns selbst einstehen. Und auch das kann zum Beispiel Morbus Crohn bedeuten. Und ich finde es einfach interessant, da mal rüber nachzudenken, auch mal diese Ebene durchzudenken. Und dann hatte ich noch das Thema mir aufgeschrieben. Das sind einfach so Gedanken, die jetzt auch kamen, Thema Heißhunger, weil viele immer wieder Heißhunger haben. Und es könnte eben auch, ähnlich wie bei Morbus Crohn, auch sein, dass man Dinge in sich reinfrisst, dass man auf emotionaler Ebene alles annimmt und ja, keine Barriere hat. Und immer alles in sich reinfrisst. Das könnte auch so eine Bedeutung sein. Das ist einfach eine Idee, die mir jetzt kam. Beim Thema Übergewicht, auch das hatte ich tatsächlich auch schon mal als Fall in einem Coaching, das Übergewicht auf rein Stoffwechselebene und Ernährungsebene, dass das einfach nicht funktioniert hatte, dass wir im Coaching gemerkt haben, okay, Ernährungsumstellung, Nährstofftherapie, das greift jetzt alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und war die einfache Idee, dass wir einfach ein Lifestyle-Coaching gemacht haben, dass ich ganz andere Fragen gestellt habe, auch auf emotionaler und Verhaltensebene. Und sich einfach herausgestellt hat, dass die Person im Coaching auch einfach nicht loslassen konnte. Also sie hat so viele Dinge in ihrem Leben angehäuft, so viele Verantwortlichkeiten, also immer mehr ins Leben reingeholt und konnte nie Dinge loslassen. Es war so eine Art Klammern. Und auch das auf emotionaler Ebene mal in Verbindung zu setzen. Und dann auch zu sagen, beginn einfach mal loszulassen, auch mal dieses dringende Wollen loszulassen, unbedingt abzunehmen, sondern das einfach mal geschehen zu lassen. Das merkt man im Coaching, dann ist das ja,
eine sehr, sehr schöne Energie dann auch darin gewesen. Und hat dann einfach begonnen, Dinge im Außen loszulassen, wo sie gemerkt hat, die hemmen sie, die machen ihr Leben voll. Und gleichzeitig hat es so eine enorme Erleichterung auch gebracht. Und auf einmal, das war das Interessante, konnte dann auch das Ganze greifen, dass das Gewicht auch angefangen hat, sich sukzessive zu reduzieren. Da sind wir jetzt auch noch im Prozess. Und dann greift auch beides, ne? Dann greift die emotionale Ebene. Es kommt mehr Freiheit rein, man ist nicht mehr so verbissen, man kann endlich loslassen. Und dann greift aber auch das, was wir vorbereitet hatten, die Ernährung, die Stoffwechselebene, die Mitochondrien, die wir wieder in Gang gesetzt haben. Dann kann beides laufen und Körpergewicht geht weg. Und das fand ich einfach ebenfalls auch eine sehr interessante Entwicklung. Und so auch zu arbeiten, das ist eben auch ganzheitlich. Dann haben wir auch das Thema Müdigkeit, was gerade sehr, sehr häufig ist und was auch natürlich eine körperliche Ebene haben kann und auch oft hat. Häufig auch Mitochondrienprobleme, jetzt auch nach ja, verschiedenen Dingen, die in der Vergangenheit waren und verschiedenen Viren, die hier umhergingen und verschiedenen Injektionen, die dann gegeben wurden. Ich darf das Thema immer noch gar nicht so ansprechen, sonst spielt es der Algorithmus von YouTube oder vom Podcast gar nicht so aus. Bedeutet einfach, dass Müdigkeit auch auf körperlicher Ebene sein kann, weil eben Mitochondrien gestört sind, weil Nährstoffe fehlen. Aber Müdigkeit ist auch oft auf emotionaler Ebene. Und ich habe das mal so formuliert, dass oft so eine Lebensmüdigkeit besteht. Nicht im Sinne von, man geht extreme Risiken ein, man ist so ein bisschen lebensmüde, sondern lebensmüde, müde vom Leben, gelangweilt. Man ist nicht mehr so fokussiert auf Dinge, man hat keine klaren Ziele mehr. Und oft braucht es manchmal genau neben der Zellebene genau das, nämlich mal neue Ziele, irgendwas, wofür man wieder brennt. Worauf man wieder hinausarbeiten kann, neue tolle Visionen und das Ganze auch mal zu stärken. Ne? Einfach der ganzen Energie, die da sein könnte, in die Richtung zu geben. Weil wenn Energie in alle Richtungen verpufft und kein klares Ziel da ist, kann eben auch sein, dass viel zu viel verschwendet wird. Einfach mal wieder ein Fokusthema zu haben. Das merkst du, hast du vielleicht auch selber schon mal gemerkt, wenn irgendein neues Ziel, irgendwas Neues in dir hochkam, dass auf einmal aus dem Nichts eine ganz neue Energie da ist. So eine neue Richtung, die du hast. So, das heißt, diese Lebensmüdigkeit kann eben auch auf emotionaler Ebene zu sein. Und ich würde dir einfach mal den Gedanken mitgeben, dass nicht alles immer nur körperlich, dem und dem Nährstoff wegzuwischen ist, sondern dass wir noch viel, viel mehr auch in uns ist, was wir immer bedenken müssen. Und dann kommt dann noch ein neues Thema, ein weiteres Thema dazu, was immer ein bisschen tiefer sitzen kann. Das ist so die Identifikation mit bestimmten Dingen, mit Erkrankungen, weil oft gehen wir sehr, sehr klar in die Identifikation mit dem, was wir vielleicht so länger mit uns umtragen. Und ich durfte bei mir feststellen, dass ich immer gesagt habe, meine Neurodermitis, das war ein Wortlaut, der immer wieder kam und den ich manchmal noch bei mir merke. Also wenn ich sage, ja, meine Neurodermitis ist nicht mehr so da oder prägt sich nicht mehr so doll aus. Das ist einfach ein Wortlaut, den ich hatte. Bedeutet aber für mich, dass ich meinem Körper sage, dass es eins ist, das ist eine Identifizierung. Und da muss man einfach überlegen, ist das wirklich meine? Identifiziere ich mich wirklich damit? Und will ich mich davon identifizieren? Und wenn ich mich damit identifiziere, was gibt mir das? Ja, oft gibt es Menschen auch so eine Aufmerksamkeit an Menschen, die eine Erkrankung haben, die sich eben dann damit identifizieren und darüber auch Aufmerksamkeit bekommen, denen es aber auch so ein Zugehörigkeitsgefühl gibt zu anderen, die vielleicht auch diese Erkrankung gibt. Das ist dann auf der Identifikationsebene, das ist immer noch mal etwas schwieriger dann auch zu bearbeiten. Aber auch einfach Gedanken, denen man sich mal schnell, denen du dich vielleicht mal stellen darfst und drüber nachdenken kannst, was nicht bedeuten muss, dass es eben so ist. Du darfst das natürlich auch hinterfragen und schauen, auf welcher Ebene das eben auch bei dir liegt. Und dann ist eben die Sache, was machst du jetzt mit den ganzen Informationen, die ich dir gegeben habe? Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Und zwar ist es, dass eben du deine Ressourcen stärkst, also das, was dir vielleicht fehlt, du das Ganze aufwiegst mit etwas, was dir hilft. Bei mir, ich nehme wieder das Beispiel von Neurodermitis, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, einfach die Ressource zu stärken, dass ich mir wieder selbst mehr Raum, mehr Selbstwirksamkeit gebe und einfach schaue, was genau brauche ich, um mich wieder wohlzufühlen in meiner Haut. Also mir diese Fragen zu stellen. Was genau braucht es in meinem Leben? Und mir das dann auch einfach zu nehmen und zuzugestehen. Das hat ja was auch mit einem gewissen Selbstwert zu tun. Das heißt, mir wieder den Selbstwert zu geben, mir wert zu sein, Dinge umzusetzen, die irgendwo in mir schlummern,
die ich brauche, um damit nach draußen zu gehen. Beim Leaky Gut zum Beispiel hat man gesagt, keine Grenzen zu setzen, mal wieder das Wörtchen Nein zu verwenden, und auch zu sagen, okay, Selbstbewusstsein zu haben. Das ist jetzt, ich bin jetzt hier, das ist mein Selbst und das bist jetzt du darfst jetzt nicht über mich bestimmen, sondern selbst für sich einzugestehen. Und das kann zum Beispiel auch helfen, einfach Grenzen zu setzen und die Ressource dir dann eben Selbstsicherheit, Selbstvertrauen zu geben, dass du selbst auch für dich einstehen kannst. Das könnte zum Beispiel sowas auch sein, ne? Und so zieht sich das dann eben auch für die anderen Dinge hinaus. Und es könnte beim Thema Übergewicht auch sein, es fühlt sich oft so schwer an und hat ja auch eine körperliche Schwere, Übergewicht, auch mal wieder mehr in die Leichtigkeit zu gehen. Das heißt, mal im Leben dir wieder Dinge zu tun, die dir leicht fallen, wo du dich gut fühlst, wo du nicht wieder was in dich reinfrisst oder wo sich das Leben schwer anfühlt. Und einfach mal die Leichtigkeit wieder fließen zu lassen. Und Leichtigkeit hat auch immer mit Loslassen zu tun, von Verbittertheit, von irgendwelchen anderen Dingen, mal wieder zu tanzen, gute Musik zu hören, irgendwas, wo du dich wohlfühlst. Ja, und das sind jetzt einfach mal so Gedanken, die jetzt bei mir auch noch im Kopf reifen, mit denen du arbeiten kannst. Und wenn du schwerere Themen auch hast und Emotionen, die vielleicht hinter deinen Erkrankungen auch stehen könnten, falls du was hast, oder von Wehwehchen, die immer wieder kommen, oder du allgemein immer wieder Emotionen hast, wo du merkst, die sitzen sehr, sehr stark in dir, Trauer, Wut, oder all das, dann hast du auch immer die Möglichkeit, damit zu arbeiten und auch diese Emotionen, die haben ja irgendwo einen Ursprung, auch das zu finden und wieder aufzuwägen mit Ressourcen, die die ganze Emotion stärken. Und dafür kann ich dir einfach nur empfehlen, wenn du das möchtest, kannst du uns anfragen für auch Coachings. Wir können damit arbeiten, mit Emotionsarbeit, mit Emotionscoaching. Dann kannst du dich bei Martin, Maxi oder mir, dem anderen Martin, auch gerne melden. Da findest du auch die Mail immer in den Shownotes und in der YouTube-Episode unten drunter. Und dann kannst du auch eben auf anderen Ebenen mit uns arbeiten. Wir sind da jetzt auch gut ausgebildet und können auch damit arbeiten und haben auch immer, wenn es nochmal größere Dinge darüber liegen könnten, einfach einen Austausch auch untereinander oder mit anderen Experten und können damit auch arbeiten. Dafür sind, wie gesagt, unsere Coachings da. Und das packe ich dir auch nochmal unten in die Shownotes. Dann hoffe ich einfach, dass du ein paar Gedanken mitbekommen hast, die ja, dir auch nochmal ja, einen neuen Horizont gegeben haben, darüber nachzudenken, dich einfach angeregt haben. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten, beim drüber nachdenken. Lass das einfach mal sacken. Und danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie gerne, zum Beispiel mit einem Screenshot auf Instagram, auf WhatsApp, wo auch immer du jemanden damit erreichen möchtest und jemanden vielleicht diese Informationen schenken magst. Und ansonsten hören wir uns dann so oder so zu einer der nächsten Episoden wieder. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss.